Danke. Kann man so lassen, oder? Nee, ich steige jetzt ins Auto. Oh! Bist du? Ich muss das leiser machen, das Auto. Ist ja anders wild. Übel wild. Mein Auto macht ratatatatat. Mein Auto macht schon wieder ratatatatat im Leerlauf. Das kannst du mir nicht glauben. Gibt's nicht. Die schon mal aus einem Kilometer Entfernung. Ja, mein Auto macht ratatatatat im Leerlauf. Ja. Du Feierabend gemacht, oder was? Wie, nö. Ja, was ne? Halt ne, ne. Nö, Können nö. doch anrufen. Ja. Also ich weiß halt nicht, was du vorhast. Wie, was ich vorhab? Warte, ich mache mal das Auto aus. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Auto noch nicht. Halt die Klappe. Da. Ich mach mal Sauda aus. Ich fahre erstmal. Ja, 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 ja. 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 Aber wenn es geht, mach aber nicht ganz so wilde Manöver, bitte. Ja. Muss eh hier halten. Ich muss das Navi bedienen. Ja, super. Ja. Hörst du das? Ratatatatat macht's im Leerlauf. Kotzt mir an. Ich höre nur irgendwie komische Geräusche kurz bevor der Turbo losgeht. Ja, Aber mehr nicht. ich höre ratatatatat. Oder du putzt mal deine Erzähl, Ohren. wie Ja, war's? was soll ich dir erzählen? Also ich soll meine Ohren putzen. Aha. Ja, Wattestäbchen. Nee. Kein Wattestäbchen. Halt so gerillte irgendwas. Nee. Halt auch nicht. So. Wo wollte man Und hin sonst. überhaupt? Keine Ahnung, ich bin bei dir eingestiegen. Also von dem Bist du her. ans Geld fürs Auto gekommen? Ich hab's geschenkt bekommen, tatsächlich. Skyline Customs war's, ne? Ja. Auch schon wieder. Was hast Du denn du dann, gedacht? kannst du dann in 1,5 Stunden erst hin? Warum? Weil ich dann Sauda abholen kann. Echt, warum? Hab's lackiert. Was hast du denn überhaupt von Auto? Whitebody. Und das ist? Ein Cyber. Oh, wie sieht's aus? Er steht in der Trocknungskammer bei deiner Hunde. Ja, dann sehe ich's ja. Nee, ist nicht. Weil er in der Trocknungskammer steht. Bist du angeschnallt? Bei dir bin ich gefühlt 10-mal angeschnallt. Ist okay. Von Joe? Nein, von Riley. Riley, ja, von Riley. Fahr du Affe! Wir holen doch einfach. Sagst du, und dann habe ich Unfall. Ich weiß schon, dass du gerade in der Gegenfahrbahn warst. Ja. In der Kreuzung. Ja. Gut. Wenn ich schon weiß. Ich fahre so immer. Will ja ein bisschen Menschenkontakt, egal auf welche Art und Weise. Ja, auf den verzichte ich lieber. Können ruhig auf der Windschutzscheibe kleben. Ist okay. Na, die Jause, ja.
Aber ich habe bei dir ja Angst, dass ich am Ende dann eine Windschutzscheibe klebe von Ihnen. Nee. Boah, ich tue mir so schwer, heute meine Stimme zu verstellen für SAP, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das macht ratatatatat. Jetzt ja. Hörst du es? Ja. Im Leerlauf. Fiebertrauma. Ey, ich glaube, die machen sich in die Hose, wenn ich sage, es macht ratatatatat. Scheiß helle Turbo. Gott, ich hab gedacht, du bremst nicht mehr. Jagt man doch nicht so einen Scheißschräger ein. Echt. Das Auto ist sehr laut. Ja, ich mach's leiser. Werkstatt des Vertrauens. Hi. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Also nix sagen. Das ganz große Vertrauen. Okay. Mein Auto macht ratatatatat. Ach Quatsch, als ob. Doch. Ich guck. Soll ich dir was sagen? Mach da doch nicht so genau richtig. Ton. Mann. Ja. Das ist abgeschlossen. Macht man ja auch. So. Hallo. Wie bist du gelaufen? Was war das jetzt? Was war das? Was hast du mit deinem Auto gemacht? Es macht ratatatatat. Das ist so ein Insider, weil wir schon mal zusammen auf dem Server gespielt haben. Und da hat bei mir auch jedes Auto ratatatatat gemacht. Gut, oder? Ja, ich war ja auch heute Morgen um 4 schon mal da. Okay, ja. Dir geht's definitiv nicht mehr gut. Ja, das ist Roman, das ist normal. So. Normalzustand nicht gut. Okay. Mein Schlafrhythmus hat seinen Koffer gepackt und hat gesagt, tschüss, ich gehe weg. Echt? Nein, hat er tschüss gesagt. Ja. Ja, schon mal. Wenn er jetzt kommt und sagt, das macht nicht ratatatatat, dann brauche ich einen Arzt. Ich kann Bob empfehlen. Ich glaube, ich brauche auch einen Arzt. Ja. Ich glaube, den habe ich schon kennengelernt. Der steht einfach ganz stumm und schweigsam doof rum, ne? Mhm. Ja, den mag ich nicht. Magst du nicht? Nee. Bitte gut, der erzählt mir immer Geschichten. Mir nicht. Wenn du immer erst ein bisschen warm mit ihm werden, dann redet er auch mit dir. So, der sagt immer, neulich und? Im Feriencamp, da haben wir uns eine Trompete im Popo geschopfen. Was? Was? Ich sag, der Dr. Bob, der erzählt immer so Geschichten. Neulich im Ferienkamp, da haben wir eine Trompete im Popo geschoben. Oh Gott. Ja, mit Trompete. So, also. Melli. Ja. Dein Auto macht nicht mehr ratatatata. Aber es hat ratatatata gemacht. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, ratatatata. Alle waren ratatata. Ja, Und deine Worte waren, es kommt sehr selten vor. Hab ich gesagt, wenn ich ein Auto fahre, dann kommt das vor. Ich muss mal eben kurz gucken, wann die letzte Inspektion gemacht worden ist, ja? Ja. Kurz bitte. Und in der Regel kommt das sehr selten vor. In der Regel kommen auch keine Kinder. Was? Das sagt man so. Das sagt immer jeder Frauenarzt und jeder Urologe. Ja, ich weiß natürlich, was jeder Frauenarzt sagt. Das ist... Warst du noch nie da? Nee, nur von außen. Nicht ehrlich. Ich gucke einen immer dumm an, wenn man mit reingeht.
ist nicht interessant da drin. Nee. Da sieht man das gleiche wie zu Hause. Aber aus einem anderen Blickwinkel. Ja, man sieht nur, wie noch so ein Idiot da drauf gafft. Er macht mich fertig. Oh, mach mir was? Jetzt habe ich nämlich Kopfkino, wie ihr zwei Gaffen von, also mitten Frauenarzt dasteht und aha, mhm, so sagt. Weißt du? Ich kann heute Nacht nicht mal schlafen. Gleich. Bis was, Reini. Und dann sind ich das so vorstelle. Einfach so. Okay, ja, kenne ich. Nee, sieht ein bisschen anders aus. Ah, okay, doch. Nee. Du sitzt da am Dreck. Und? So dreckig ist sie ja auch nicht. Ich hock mich schon nicht hin. Oh ja, mit einer neuen Hose. Braucht ein bisschen Luft, weißt du? Man sieht's. Mehr Sauerstoff fürs Hirn. Die Haut muss atmen. Hab ich gelesen, gestern hat irgend so ein Schnösel im Mülleimer eine Zeitung geschmissen, da stand drin, die Haut muss atmen. Und jetzt habe ich mich luftig angezogen. Da musst du in die Sauna gehen, dann danach atmet deine Haut auf jeden Fall. Definitiv. Also. Der ganze Schweiß rausgeht, auch die Poren frei macht. Danke. Hallo. Hi, hallo. Können wir jetzt auch meine Autos abholen? Ja, bestimmt. Müsste eigentlich seit einer Minute da sein. Ja, das ist der Punkt. Passt. Ah. Ich hab da übrigens noch so eine Frage an dich, ne? An wen? Weißt du, wo mein anderes Auto ist? Hä? Oder steht es noch auf Arbeit bei dir? Das andere Auto? Was? Ja? Das andere. Ja. Ich hab zwei Autos. Das Stadtbike, sonst? Da war es aber nicht. Ich konnte es nicht ausparken. Warst du das letzte Mal eingeparkt? Auf deiner Arbeit. Ja, dann wird's dastehen. Mhm. Ja, woher soll ich wissen, wo du deine Autos einparkst? Kann ich dir nicht erzählen. Warum? Weil ich selber nicht weiß. Ist ein Argument. Ja. Doofes Argument, aber ein recht gutes Argument. Ja. Ja. Sag ich doch. Oh Gott! Da kommt eine Ente. Sieht aus wie eine Ente, das Auto. Quark, quark. Das ist halt deins, also. Ja, aber das ist gelb. Even hier? Ich höre. Also du musst irgendwann in den nächsten 3 bis 4 Tagen einmal Ölwechsel machen lassen. Kosti Quanti? So ein Ölwechsel? Kann ich das mal sagen, warte. Ja. Kosti Quanti und die Zeit. Stunde dauert das, kann ich dir jetzt schon sagen. Und dann sind wir bei $150. Mhm. Und was muss ich noch bezahlen? Für jetzt? Ja. Das, Melli, ich brauche ein Taxi. $150. Ja gut, dann machst du mir die Rechnung, ich zahle und dann fahren wir schnell. Ja, aber du darfst mit dem Auto noch nicht fahren. Warum? Weil du musst eine halbe Stunde warten. Weißt du was, dann machst du die Rechnung gleich für den Ölwechsel, dann komme ich in einer Stunde, dann ist die Karre komplett fertig. Ja, okay. Gut. Hast du ein Auto da, soll ich dir sonst eine geben?
Nee, wenn, dann gib ihm das Auto. Wenn er kaputt macht, macht er ja, kaputt. Egal. Dann gib ihm. Dann gib ihm. Ja, bitte. Weil ich muss nämlich Autohaus hoch. Kein Problem. Ja. Dann ja, so. Schon 20 Uhr, Mensch. Na klar. Na okay. So, ich stelle dir trotzdem schnell die Rechnung schon mal aus. Ja. Haben wir das nämlich. Keine Panik, ich zahle. Alles gut. Das glaube ich dir auch. Wir prellen um 150 nochmal. Blödsinn. Ja, genau. das Problem ist, wir haben jetzt mittlerweile so oft gehabt, dass Kunden sagen, ja, die bezahlen gleich, jetzt nicht ihr, sondern allgemein. Ja, und ja, wir hängen jetzt mittlerweile an so viel Geld, die nicht bezahlt, wo nicht bezahlt worden ist. Das ist halt ein bisschen nervig. Glaube ich dir. Ja, hab gezahlt. Stell die Rechnung nachher aus, wir machen das nachher. Genau. Die Überweisung ist raus. Ausgestellt und dann sind die weg mit ihrem Auto. Mhm. Ja, das ist halt schon scheiße. Genau. Sag so, du fährst, ich fahre nicht. Okay, danke, bis gleich. Bitte. Bis später. Ciao. Tschüss. Acht Gigabyte von 100. Ich lieber dreifach an, gell? Bin angeschnallt. 8 GB von 108 GB sind schon geladen. Ja, bei mir hat das auch ewig gedauert. Weißt du, jetzt fährt mal einmal unplanmäßig. Aber immerhin kommt mal jemand. Also schön. Ich hoffe, er hat Geld. Ich bin pleite. Warum? Ich habe aktuell gerade mal noch so 2000 auf dem Konto. Nee. Oh. Warum? Ich habe vorhin für den Lack 6.000 bezahlt. Gestern habe ich das Auto bezahlt. Okay. Hast du noch eigentlich gemacht? Ich war die ganze Zeit vor mich hin am vegetieren. Gestern bin ich im Autohaus vor mich hin vegetiert. Ach so. Aber es ging, hab ja dann abends mein erstes Auto verkauft. Ja. War dabei dann gleich noch zweites aufgenommen. Ja. Und dann heute verkauft. Um 20 Uhr ungefähr. Ah. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen Geld. Und jetzt dann halt mal gucken, was. Ich habe wieder zu viel Geld ausgegeben heute. Ich sage, was ich innerhalb von 2 Tagen ausgegeben habe. Nee. Besser ist. Kann dir sowieso nicht erzählen. So. Ich hoffe, den klaut jetzt niemand. Ja, stimmt, warte. K-L-U-K. Haben die alle Lack gesoffen oder was? Eventuell.